So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando. Wird mal wieder Zeit für eine neue Aufnahme. Wochenende steht vor der Tür, wir haben Freitag. Und ich wollte eigentlich euch mal ein bisschen berichten über eins meiner Lieblingsschiffe. Und bei der Gelegenheit fällt mir auf, gerade angekommen und es passiert gerade was bei uns. Wir wechseln mal sofort ins Spiel mit rein. Ich habe gerade festgestellt, wir haben hier unser Gebiet. Tazeuka verlassen. Und wir nehmen gerade an einer Übernahme teil. Na, dann werden wir uns mal beeilen hier, dass wir mit unseren Schiffen hier relativ zügig in dieses System reinkommen und uns dieses Gebiet, was wir gerade abgegeben haben, wieder zurückzuerobern. Also ganz zügig mal hier hin mit unserer, egal was auch immer. Da gucke ich jetzt gar nicht drauf. Dann werde ich mal mein zweites Schiff hier irgendwie reparieren. So, beschleunige mal auch und gebe dafür mal einen Fuffi aus. So, und dann bewegen wir uns mal auch zügig hier rein. Ja, setzen wir mal einfach Kurs. Und ja, dann holen wir mal im Prinzip hier auch die Transporter wieder zurück. Und den anderen auch. Der braucht jetzt aber eine Weile, bis er zurückkommt. Und dann werden wir jetzt mal kämpfen, ne? Dann werden wir jetzt mal hier richtig fighten. Da scheint aber nicht viel los zu sein. Und ich sehe gerade, dass Monty hier sich die Langeweile vertreibt, indem er denn. Oh! Oh, was ist das denn? Ach, darf ich mal vorstellen? Das hier ist Grill. Grill ist meine modifizierte Maine Coon Katze. Ja, hier, guck mal darin in der Kamera. Grill. Nee, will er nicht. So, dann setze ich mal wieder auf den Fußboden. So, und dann gucken wir mal weiter. Ja, hier steht er in der Zwischenzeit rum. Ich werde hier einfach mal meine Sarkophag nehmen. Meine Sarkophag nehmen. So, die habe ich ja auch in der Zwischenzeit. Also habe ich ja auch hier, ne? So, da habe ich jetzt natürlich die beste Crew drauf. Und wo haben wir denn noch was? Hier haben wir noch was frei, ne? Dann besetzen wir mal hier den einen Posten noch. Ja, der Gegner, der stürzt sich gerade auf uns. So wie ich das sehe. Ja, ich kann hier mal eins meiner Dinger hier nehmen und mal an dieser Armada so ein bisschen dran teilnehmen. Jetzt muss ich doch mal gucken, wer nimmt denn hier noch dran teil? Eine halbe Stunde lang dauert die ganze Geschichte ja. Bis jetzt will noch keiner dazukommen. Und wir können uns ja mal das andere System angucken. Vielleicht finden ja hier die starken Kämpfe statt. So, dann werde ich hier mal einfach mal mit meiner Centurion lang machen. Also Grill, der will hier nicht irgendwie auf dem Fußboden, sondern der will hier irgendwo. So, weg ist er wieder. Machen wir weiter. Dann gucken wir uns das zweite System mit an. Und dieses zweite System wird knallhart verteidigt. Knallhart, sage ich euch. Von DK, von einem Schiff. Dann werde ich mich mal zu den einsamen DK dazu gesellen. Weiß ich nicht, stelle ich mich mal hier neben hin. So. Und dann beschützen wir mal unser zweites System. Ja. Ja. Und das könnte jetzt so wahrscheinlich noch 25 Minuten warten.
weitergehen. Ja, wir sind immer noch in diesem Event, was ich schon einmal gezeigt habe, wo wahrscheinlich auch die Absicht besteht, Gebiete abzugeben und die dann wieder zurückzuerobern, weil es einfach mehr Punkte gibt. Ne? Wir erinnern uns, ich guck mal hier noch mal drauf, welches ist es denn? Das, was jetzt hier noch 3 Tage läuft. Und wir hier 9 Milliarden Punkte mit haben und ja, wir es jetzt zurückerobern. Mal Platz 9 sind wir in der Zwischenzeit. So. Hier war das gewesen, ne? Für die Verteidigung hier diese Punkte 1 bis 4 Milliarden kriegen oder für die Eroberung 2 bis 15 Milliarden Punkte bekommen können. So. Alles klar. Ja, dann haben wir jetzt unsere Schiffe hier soweit im Einsatz und sammeln jetzt nochmal noch für die restlichen 25 Minuten die Punkte. Ich denke mal auch, dass kein Interesse daran besteht, dieses Gebiet hier von den angrenzenden Parteien zu erobern. Ja, das hat sich in der Zwischenzeit relativ viel oder einiges bei uns hier in diesem Gebiet geändert für das Sammeln der Punkte. Und nach einigen Tagen muss man feststellen, naja, es ist schon ein etwas ausgeglicheneres Ergebnis als vielleicht am Anfang gedacht. Ja, 3 Tage stehen noch zur Verfügung. Und am Ende wird dann man sehen, welche insbesondere der großen Allianzen den ersten Platz für sich verbuchen kann. Ich glaube, ich als kleine Allianz sind wir immer noch relativ gut mit dabei. Und ja, 3 Tage haben wir noch. Ja, ansonsten würde ich mal diese Aufnahme jetzt beenden und würde danach dann die nächste mit starten, wo ich dann euch mal mein derzeit Lieblingsschiff gerne zeigen würde wollen und was ich denn damit mache. Ja, bis dahin, alles Gute und bis denne.